willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der liebe Tom. Tom, wer bist du? Stell dich mal ganz kurz vor, wie alt bist du, was machst du so? Ich bin 13. Okay. Spiele ab und zu Fortnite. Ab und zu, aber nur sagst du. Ja. Aha. Und mein Hobby ist fotografieren. Thomas hat mich mit Tom connected. Thomas hat gesagt, ey, Tom ist richtig krass in Fortnite und der würde dich in einem Killduell rasieren. Richtig. Kann sogar sein. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an, wie krass du wirklich bist. Ihr wisst, Leute, ich bin immer auf der Suche nach neuen Pros, die relativ jung sind. Und ja, Digga, sollen wir normale Duos oder Arena spielen? Mir ist es egal. Worauf hast du Bock? Normal. Normal, okay. Was, wie viele Punkte hast du in der Arena? Knapp 300 oder so. Aber ich spiele es nicht viel. Digga, nice, Mann. Wie lange spielst du schon Fortnite? Seit der Meta. Seitdem es noch keine Season gibt. Ach, seit der Beta schon? Ja. Boah, crazy, Digga. Das ist lang. Das ist echt lang her, Alter. Das ist krank. Boah, Season 0 quasi, Alter. Heftig. Sollen wir mal hier landen? Jo. Okay, und hast du schon mal irgendwie so, weiß ich nicht, was ist so dein Kill-Rekord? Erzähl mal so ein bisschen was über dich. In Season 3 habe ich mal geschafft 33 Kills. 33 Kills, Junge? Aber ich bin übelst aufgeregt und deswegen reise ich safe nix. Und sollen wir hinten zum Dingshaus gehen, zum Hundehaus hier? Komm, Warte, ich land nebenan, ich land doch nebenan, ich assi, weil ich nicht ganz rübergekommen wäre. Unter mir auf jeden Fall ein Gegner. Einer quitt. Hab einen down vor der Tür. Hab auch einen. Sehr geil. Das war sein Mate. Da müsste aber noch jemand bei dir sein, ne? Ne, einer ist noch gequittet. Der ist gequittet einfach. Ja, moin. Starker Spieler auf jeden Fall. Kann man ja das sagen. Wie fandest du Shield per Kill? Fandest du es nice oder eher uncool? Das war eine der besten Sachen, die Fortnite je hinzugefügt hat. Sehe ich auch so, weil irgendwie war es halt doch schon ziemlich cool, so offen spielen zu können. Weißt du, du kannst halt einfach mal Gegner reinpushen und so weiter und so fort. Das war schon eine ziemlich wichtige Sache, fand ich eigentlich. Ja, Gegner vor mir. Okay, warte, ich komme. Okay, Building, Digga. Also Triple Layer. Beherrscht der junge Mann hier auf jeden Fall schon mal. Hast du ihn? Nee, die sind zwei. Und die sind nicht getötet. Hab ihn. Nice. Hier sind zwei Leute drin, vorsichtig. Einer down. Hab den anderen. Hinten irgendwo. Ah, nee, da sehen. Vorne. Hat einen Hit von mir bekommen, der eine. Hab einen. Hab ihn, alles cool. Du hast vier Kills, ne? Ja, wie hast du drei, oder? Ja. Ich kann da nicht sehen, wie viele Kills du hast. Das ist ein bisschen wack irgendwie, keine Ahnung. Ja, seit dem neuen Update gestern. Ist das komplett rausgenommen worden? Oder was haben sie gemacht? Kann man sehen, glaube ich. Ich habe aber keine Ahnung. Aber ich glaube, Pleasant haben wir ganz gut rasiert, wa? Ja. Das Schlimme okay, ist, was? Ich bin absolut kein Public-Spieler. Echt nicht? Bist nee. Du eher so der 1v1-Guy? Absolut. Ich glaube, 1v1 würdest du mich auf jeden Fall abziehen. Wie gesagt, das eine 1v1, was noch aussteht, ist das gegen Trimax. Das muss ich auf jeden Fall noch spielen. Vorher habe ich ihm auf der Twitch-Kanal versprochen, Digga, ich werde vorher kein anderes 1v1 als gegen dich spielen. Und da muss ich mich leider dran halten. Aber wir können auch gerne mal ein 1v1 machen. Aber wie gesagt, baumäßig bin ich nicht der Beste. So, ich bin bauen, was Bauen angeht, eigentlich echt wack. Einzige, was ich halt habe, ist irgendwie ein vernünftiges Aim. Oder halbwegs vernünftiges Aim. Manchmal spiele ich auch mega rein. Digga, 33 Kills, Alter. Das ist schon mal echt eine nice Sache. Was ist dein Kill-Record in dieser Season so? Weißt du das ungefähr? Ist gestern Abend mit 23 in Arena. Boah, Digga. 23, auch schon lecker, Alter. Kann man nichts gegen sagen. Okay, ich hätte so gerne Sniper. Bist du Sniper-Spieler oder magst du gar nicht? Weil es gibt ja so eine Philosophie. Richtig viele Pros spielen jetzt zum Beispiel gar keine Sniper, außer halt Heavy Sniper für Close Range irgendwie. Spielst du Sniper oder irgendwie gar nicht? Kommt immer drauf an, wie ich spiele. Manchmal aggressiv, da nehme ich keine Sniper mit. Manchmal einfach aus Spaß, da nehme ich immer Sniper mit. Okay, nice. Aber ich treffe auch öfters mit der. Was würdest du sagen, ist deine größte Stärke so als Spieler? Ist es eher Aim oder Bauen? Definitiv Bauen. Ich habe gerade gar keine Aim, aber sonst mehr Bauen. Das hat immer sehr viel Muscle Memory. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch sehr viel trainiert, so im Solo-Modus, beziehungsweise im Spielwiese halt und sowas, ne? Nein, ich bin halt das meiste in Creative. Das Ding ist aber auch, ich glaube halt, wenn man das relativ casual spielt, man braucht es auch gar nicht so sehr. Weißt du, was ich meine? Ich sehe schon dein Ramping. Hast du Gegner gesehen? Nee, noch nicht. Ich wollte einfach nur bisschen flexen. Cool sein. Starke. Ja, der kommt hinter dir. Einen Hit gibt. Ist down. Hat einen 100er Hit bekommen. Der Typ fliegt. Ich hab vor mir einen genockt. Alter. Ist down. Mal zu dir runter. Bei mir kommt auf jeden Fall ein Spieler. Ja, ich bin da. Und da liegt noch richtig viel Loot, Digi. Hast du so ein Favorite Skin oder sowas in Fortnite, wo du sagst, ey, das ist der Skin, mit dem ich alles reiße, oder bist du eher so? Hauptsächlich interessiert es mich nicht. Achso, ist dir eigentlich egal. Ja, finde ich cool. Finde ich eine coole Meta so. Okay, Digga. Seit wann ist hier so ein großes Telefon? Say what? Hä, das kann man nicht kaputt machen. Hä? Stimmt, irgendeine Aufgabe. Oh, ja, da hat jemand gesniped von irgendwo. Ah, hinter der Brücke. Ich glaube, da oben bei den Piraten, das war nämlich eben irgendwo. Ja, da vorne ist einer. Da vorne bei Piraten, steht einer. Ja, der trifft doch absolut gar nichts, der Typ. Oh Mann, der ist so lost, der Typ. Und der ist halt auch dumm wie Brot, weil er halt in Zone muss, ne? Lass ihn pushen, Digga. Ich snipe ihn gleich. Alles cool, oder du holst ihn dir. Der ist auf jeden Fall lost, sein Vater, der Typ, Digga. Der verpennt komplett, dass die Zone kommt. Oh, er kommt mit Jumphead. Da jetzt.
No Hits drei von Hits. Mir. Er hat 4 Hits bekommen. Hat definitiv ein Hit von mir keinen bekommen. Schaden. Unter uns? Ich treffe nur seinen Squad, Digga. Ey, der ist so nervig, dieser Typ, wa? Mein Gott, Alter, was ist denn mit ihm? Wie hart will er mich denn töten? Driftet, Alter. Digga, wie viel Movables hat der denn, der Typ? Das ist fucking Tiffy, sein Vater, Junge. Ah, jetzt. Kann der bitte mal sterben, Alter? Nee, Digga. Okay, wollen wir da mal reinpushen? Ja, oder? Ja. Okay, nice. Oh, du hast ihn eiskalt gestealt. Okay, komm, zeig mir deine Build-Skills. Pass auf, hier ist eine Falle drin. Ahne. Alter, boah, nice. Haben wir noch was, war richtig close, Alter. Wie viele Kills hast du? 5 ist das Traurige. Ah, 7, Digga. Oh ne, mit Minigun. Oh, er ist so low. Ja, schön ab. Hab ihn umgenockt, lass hochgehen. Mach mal Druck, genau. Dann müssen wir aber schnell, also wir müssen die auf jeden Fall noch holen. Oh, drin oder hinten? Hab beide down. Okay, einer lebt noch. Ja gut, ach, Digga. Du hast gewonnen. Die habe ich auf jeden Fall geholt, die Runde. Komm, aber den Win holen wir auf jeden Fall noch, Digga. Trickshot, oder? Was sagst du, Trickshot? Ja, ist ein Sniper, richtig eklig. Noch. Eklig, ich hab einen Heavy Sniper, ja. Wir könnten natürlich jetzt hier richtig eklig reingehen. Mal gucken, ob es ein Triad ist oder ein... Ich glaube, der wird von hier irgendwo kommen, tatsächlich von da. Könnte auch aus der Brücke kommen. Der schießt von... Mann, Alter. Ja, moin, Digga. Okay, komm mal, er ist ein Vollidiot. Okay, ja. lass ihn Trickshotten, ja? Warte, ich will mein Heavy laden. Vorsichtig ran. Nein, du hast meine Wand weggemacht. Er ist übel slow. Das war eine Traffic geschossen, da war er drin. Quickscope ist ein Trickshot? Nee, ne? Kann man zählen. Er ist One-Shot sozusagen. Auf, er holt sich auch noch. Soll ich ihn holen? Er ist direkt unter mir. Na komm. Oder so. Weg mit ihm, Alter. Weg mit ihm. Aber war auf jeden Fall ein GG's. Definitiv nice. Okay, wie viel hat Killers dazu? 6, ne? Ah, okay, ich glaube, da geht noch mehr, oder? Auf jeden Fall. Okay, komm, wir tryen's nochmal. Let's go. Auf geht's. Schöne Runde, aber. Gut gespielt. Flashfights. Ja, 10 Kills. Oh mein Gott. Ist okay, Alter. So kann man. Ganz wichtige Frage. Wenn ihr viel Fortnite spielt, welchen Creator-Code hast du eigentlich drin? Ich meine. Was machst du jetzt, wenn ich Thomas sage? Dann nehme ich mir absolut das Leben. Nice. Machst du auch YouTube oder sowas oder gar nicht? Ja, auf Instagram so ein paar Fotos hochladen. Aber hauptsächlich YouTube und so. Nice, ja. Videos machen, schneiden und sowas. Leute, ihr wisst, Channel-Link unten in der Videobeschreibung. Wir können ja mal gleich so machen, dass ich mich direkt am Anfang kille. Bei Squads oder sowas. Wir können ja mal gerne ein Squad-Game zu zweit spielen. Da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass mal eine Menge Kills reinkommt, noch ein bisschen höher. Sollen wir hier landen bei dem Haus, wo ich Makio kill oder alles woanders? Ist egal. Kriegen wir hin, alles cool. Was, Digga? 2 Hits, einmal 40 in Hit? Unglaublich, Digga. Dieses Game ist unglaublich, Digga. Ich habe ihm einmal einen 40er Headshot gedrückt und danach nochmal einen... der ist super low, der Typ. Es war ein No-Skin, Digga. 40er Headshot und ein 50er Bodyshot, Digga. Maximal Rift mit diesem Pump. Mit einer blauen Pump. Bis oben. Er hat 1 HP! Er hat 1 HP! Mann! Viel zu easy, komm her. Hier. Let's go, Alter. Squads nicht auffüllen. Und dann schauen wir mal ganz kurz, wenn wir mal irgendwo einen Hotdrop hinbekommen, dass wir mal hier zeigen, was du drauf hast. Und wenn nicht, schau ich mir später mal deine Compilation da an. Sollen wir mal links Richtung Parkhaus in Tilted droppen? Dann mal laden und dann mal gucken, was wir noch an Kills jetzt abstauben können. Meine DPI ist gerade komplett am Rumschwacken. Bein gepömpelt. Wo sind die denn? Gut. Hast du beide umgebracht? Also, es war nur einer, der andere hat sich verpisst. Ich hab einen down. Komm, da müssen wir mal rein, Digga. Gegner? Oh, fuck, Alter. Von hinten abgestaubt. Da kann man nichts machen. Digga, oh mein Gott, Digga, ey. Wieder 60, weißt du, in seinen Kopf rein, Alter. Ah, Digga, es war doch gerade, weil ich die Shotgun komplett auf dem falschen Ding hatte. Mit dem falschen Buzzer. Wie viele Kills hast du? Ah, 3. Wie viel hast du? 4. Ah, Digga, ja, okay, gut. Ich würde sagen, pass mal auf, hast du irgendwas online, wo man deine Kills sehen kann? Schick mir mal ganz auf deinen YouTube-Account. Dann können wir auf jeden Fall die Tage nochmal on-stream ein kleines Kill-Duell machen, wenn du magst. Lad mal was hoch, wir verlinken es euch auf jeden Fall in der Beschreibung. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Ehre, dass du dabei gewesen bist. Ich würde sagen, nächstes Twitch-Duell bzw. nächstes Twitch-Turnier bist du auf jeden Fall am Start, Digga. Hast auf jeden Fall eine Wildcard von mir verdient. Schaut auf jeden Fall bei seinem Kanal vorbei, Leute. Und das war's von diesem Video. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.